Ein gutes Drehbuch ist wie ein gut gebautes Haus. Wie du das Haus einrichtest, ist dann deine Sache. Aber wenn du ein Haus hast, was nur aus Wellasbest und morschen Brettern besteht und aber so tut, als wenn es aus Mecklenburger Feldstein gebaut wäre, dann das spürt der Zuschauer sofort. Und wenn du ein Auto hast wie Hussmann, dann weißt du, die Dialoge sind gedichtet, auch wenn sie so lässig daherkommen. Aber es ist wirklich schlaue, dem Volk abgehörte Dichtung. Und das ist in dem Fall das große Geschenk. Und es ist eine Figur, die nicht so einfach ist, wie sie scheint. Sie ist, der Lorenz hat in ganz vielen Dingen ganz schwierig. Also ich bin jetzt nicht der Fachmann für Hussmann-Verfilmungen. Ich würde mich aber drum kloppen, auf jeden Fall. Also ich finde es immer tolle Bücher. Ich finde es sind die besten Dialoge, die man so finden kann. Und naja, sie sind schon immer sehr genau. Also wir merken ja immer so mit den Schauspielern, man hat immer so die Angewohnheit, dann die Dialoge zu ändern, um sie anzupassen und so. Und bei Hussmann ist es so, dass sie immer passen. Also die bleiben, wenn man das mal die erste Fassung mit der gedrehten nachher vielleicht, also die erste Buchfassung mit der gedrehten Fassung, dann vergleicht, dann hat sich eigentlich kaum was verändert. Das finde ich schon immer sehr interessant. Also die Texte sind schon ausgesprochen